Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe euch ja letztens erzählt, dass ich die Pinkbox abgestellt habe. Ich meine, es kommt jetzt nächsten Monat noch eine Pinkbox, aber ich habe mich schon nach einer neuen Box umgeschaut und die ist auch schon da. Und das ist dieses Paket hier. Und zwar ist es die Barbara Box. Ja. Das Paket ist auch richtig schwer und ich bin schon echt gespannt, was da alles drin ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mit dem Video. Wenn man das Paket aufmacht, dann sieht das hier so aus. Also ein Produkt liegt auch schon neben der Box. Und das Produkt, was hier neben der Box liegt, ist dieses Set hier. Ein Aperitivo Risotto, der fruchtig frische Aperitif zum Mixen. Schauen wir mal, was da drin ist. Einmal ist hier drin dieses Indian Tonic Water. Gin-haltig steht hier drauf. Nee, Chinin-haltig, okay, ich habe Chinin noch nie gehört. Sind hier zweimal diese Ramazzotti Rosato drin. Ja, also denke ich mal, kann man sich zwei so Drinks mixen. Also werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Weil es gerade für den Sommer auf dem Balkon so ab und zu mal so einen kleinen Drink oder so. Ist eigentlich ganz lecker. So, wenn man die Box dann rausnimmt, dann haben wir hier noch zwei Flyer drin. Einmal von iCrush Germany. Okay, iCrush hier. Schmuck ist das anscheinend. Und dann ist hier von Treatwell ein Gutschein drin. Und dann haben wir einmal noch hier drin die Barbara, also das Magazin. Und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was hier so alles drin steht. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal in Ruhe durchlesen. Somit ist der Karton hier auch leer. Und ich würde sagen, wir kommen dann gleich mal zu der Box. Also wie bei anderen Boxen auch, haben wir hier wieder so ein Seitenpapier und eine schöne Schleife. Und das machen wir jetzt auch direkt mal auf. Dann haben wir hier einmal so ein Magazin drin, da sind die Produkte drin, da schaue ich jetzt aber noch nicht rein. Dann kommen hier drei so Postkarten. Und da steht zum Beispiel drauf, eine starke Frau muss man sich nervlich erstmal leisten können. Sport gibt dir das Gefühl, nackt besser auszusehen. Tequila auch. Dann Käsekuchen stellt keine Fragen. Käsekuchen versteht dich. Ja. Tolle Statements. Finde ich ganz klasse. dann haben wir hier drin Express Your Soul by Rich Schulz. Und zwar ist das wohl ein Duschöl mit Verbena und Petit Grain. Okay, also das ist jetzt kein Duft, den ich mir kaufen würde, aber riecht sehr frisch. Also ich glaube, so für den Sommer ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr schöne Sache. Dann haben wir hier einmal von iCrush, da habe ich auch gerade schon den Flyer in der Hand gehabt, ein Säckchen. Hier ist dieses Armkettchen drin und also was man auf jeden Fall mal schon mal sagen kann, ist, dass hier die Kette sehr, sehr filigran ist. Das hat hier im Endeffekt so ein Bändchen zum Verstellen, aber wie gesagt, also das ist sehr filigran. Ich guck mal, ob ich das mal dran machen kann. Also so sieht das aus. Also wie gesagt, das Bändchen ist sehr, sehr filigran
Weiß noch nicht, ob ich das wirklich tragen würde. Also wenn, dann zu einer Kette dazu. Aber so einzeln glaube ich jetzt eher nicht. Und man braucht schon fast ein bisschen Hilfe von jemand anders, weil man kriegt diese kleinen feinen Perlen hier kaum zu greifen. Also das ist ein bisschen tricky. Aber an sich finde ich das sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir einmal hier diesen Kriegsbemalung, diese Beutelchen von der Barbara Box direkt drin. Und das ist hier so ein festes Beutelchen, was auch innen so ein bisschen beschichtet ist. Also ich glaube, da, wenn man was drin hat, was auslaufen könnte, glaube ich, geht es hier auch nicht raus. Also das, glaube ich, könnte sehr, sehr gut sein. Und ja, so Taschen kann man immer brauchen. Also ich kaufe mir so Kosmetiktaschen eigentlich eher selten. Aber ich finde sowas immer praktisch und für die Handtaschen finde ich sowas immer ganz gut. Dann haben wir hier zwei Produkte von L'Oreal drin, aus der Botanicals Fresh Care Reihe. Und zwar das Camelina Seidigkeitsritual, einmal das Shampoo und einmal das Spülbalsam. Denke ich, sind auch beides Originalprodukte. Und jetzt schnuppern wir mal dran. Also es riecht sehr kräuterig, aber an sich finde ich das super vom Geruch her. Und hier steht drauf: für widerspenstiges Haar, botanische Mixtur mit Camelinaöl in einer pflegenden Formel, um das Haar zu bändigen und Geschmeidigkeit zu verleihen. Ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Farbstoffe. Hier hinten steht auch nochmal drauf: eine einzigartige Verbindung von bändigendem Camelina, Soja und Kokosöl in einer pflegenden Formel, um widerspenstiges Haar zu entwirren und zu glätten. Ja. Also auf das bin ich schon sehr gespannt drauf und freue mich schon, das auszuprobieren. Dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und das ist hier von Tavana, The Pearl High Performance Boost Day Cream. Okay. Sagt mir jetzt von der Marke her gar nichts, habe ich noch nirgends gesehen. Und ja, mal schauen, wie diese Creme so ist. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in dieses Heftchen hier rein. Da stehen dann auch die Preise zu dem Produkt nochmal drin. Und zwar liegt das Shampoo und auch die Spülung von der L'Oreal jeweils bei 7,95 €. Diese Creme hier soll kosten, haltet euch fest, 185 €. 50 ml. Und hier sind drinne 50 ml. Ja, ne? Was steht hier dabei? Die Tagescreme für frische Ausstrahlung, der Regenerationsprozess der Haut kann sofort neu angekurbelt werden, Fältchen erscheinen von Tag zu Tag weniger sichtbar. Ich würde mal sagen, wir schauen hier mal rein. Also da bin ich ja schon, also 185 € kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen. Ich weiß nicht, würdet ihr so viel Geld für eine Creme ausgeben? Auf jeden Fall schon mal ein doppelter Boden drin. So, das finde ich aber ganz toll. So sieht es innen aus. Und das ist die Creme. Also der Titel ist richtig schwer. Okay, hier ist es auch nochmal zu. Also das ist ein Glastiegel. Sehr parfümiert. So sieht das Ganze hier von innen aus. Also eine sehr feste Creme. Was heißt fest? Also es
Also man braucht doch nicht viel. Ich habe jetzt nur ganz wenig vom Deckel weggenommen und lässt sich super verteilen. Aber wie gesagt, der Geruch ist schon sehr parfümiert. Aber sie pappt nicht, sie fühlt sich gut an. Bin auf jeden Fall mal gespannt drauf. Wird bei mir demnächst in mein Badezimmer wandern. Und mal schauen, ob das ein Wundermittelchen ist für 185 Euro. Hier steht dann nochmal drauf, für all Skin Types, also für alle Gesichtstypen, Auftrag am Morgen und nach dem Serum. Genau. Also wenn man Serum verwendet. Ja, also sie ist jetzt auch schon komplett eingezogen. Die Haut fühlt sich auch sehr, sehr geschmeidig an, wenn ich die mit der anderen vergleiche. Ja, doch, also. Aber nachkaufen werde ich mir die nicht. Also egal, was die Creme verspricht, egal, was die Creme kann. 185 Euro für eine Creme finde ich einfach too much. Dann haben wir das Set hier von Ramazzotti gehabt. Das liegt bei 11,49 €, ist auch eine Originalgröße. Dann steht hier auch für die Tasche ein Preis bei und der wäre bei 7,90 €. Hier ist auch noch so ein kleines Rezept dabei zu der Ramazzotti. Dann haben wir das Duschöl hier von Rituals. Das liegt bei 8,50 €, also ein ganz normaler Rituals-Preis. Finde ich aber auch absolut gerechtfertigt. Und dieses Glücksarmbändchen liegt bei 14,90 €. Hier ist auch auf der letzten Seite nochmal sowas dabei zum Ausschneiden und Aufhängen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Kann ich mir auch schön gut in den Bilderrahmen vorstellen. Müsste ich mir aber mal übersetzen oder ich verstehe es nicht, was das bedeuten soll. Deutsche Farniente. Ich hole mal schnell mein Handy. Okay. Also, das heißt, süßes Nichts tun. Also, klasse. Also, finde ich echt schön. Das werde ich mir auf jeden Fall ausschneiden und aufhängen. Also, finde ich richtig schön. Und ich finde auch das Design echt schön. Es ist so schlicht und einfach. Und ich glaube, das entweder hänge ich es über meinen Schminktisch oder über meinen Schreibtisch. Also finde ich richtig schön. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt auch alle Produkte der Barbara Box und ich muss echt sagen, ich finde sie echt klasse. Also man hat von allem ein bisschen was dabei, einfach so Kleinigkeiten, auch wenn es vielleicht nicht jeden Geschmack trifft oder auch sowas zum Trinken. Finde ich auch echt süß, gut. Ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber ich finde es toll, also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und trinken. Und man hat eine Zeitschrift dabei, wie bei der Pinkbox, was ich halt echt toll finde. Und gut, es ist immer die Barbara Box, aber das weiß man halt, wenn man die Barbara Box bestellt. Und wie gesagt, also ich finde die Produkte echt mega und ich hoffe, dass die Box beim nächsten Mal auch so super Produkte drin hat. Wenn ja, dann ist es auf jeden Fall meine neue Box, die ich echt klasse finde. Und ja, ich bin mega happy mit der Produktauswahl, die da drin ist und ja, freue mich wie gesagt schon auf die nächsten Boxen. Und ja, ihr Lieben, das war es auch dann schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss!